Wollen wir weiter vertiefen. Telefonisch zugeschaltet ist Drago Bock vom Krisenstab in Halle. Herr Bock, schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Haben Sie weitere Informationen? Wie ist jetzt die aktuelle Lage? Wir wissen eben von dieser Schießerei an mehreren Standorten in Ihrer Stadt und dass es mindestens 2 Tote gegeben hat. Ich kann Ihnen so viel sagen als Stadtsprecher der Stadt Halle-Saale, dass der Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand den Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen hat. Der Stab hat um 12.45 Uhr seine Arbeit aufgenommen. Alle Rettungskräfte der Feuerwehr sind in Alarmbereitschaft versetzt. Die Stadt hat eine Meldung über die CartOn-App herausgegeben mit dem Hinweis an die Bevölkerung, Gebäude und Wohnungen bis auf Weiteres nicht zu verlassen. Die Stadt hat ein Bürgertelefon geschaltet und die Vertreter der Medien sind gebeten, die Meldung Gebäude und Wohnung bis auf Weiteres nicht zu verlassen, zu veröffentlichen. Das ist geschehen, das ist der Stand der Dinge. Informationen über die Lage selbst erteilt ausschließlich die Polizei. Können Sie uns denn bestätigen, dass es womöglich mehrere Orte gegeben hat, an denen es Schießereien gegeben hat? Also wir wissen einmal von diesem Platz vor der Synagoge oder noch zusätzlich in der Ludwig-Wucherer Straße, in einem Dönerladen und so wie in Landsberg. Überall dort soll es offenbar Schießereien gegeben haben. Was können Sie uns dazu sagen? Ich kann Ihnen nur das sagen, was ich bereits gesagt habe. Die Informationen über die Lage erteilt ausschließlich die Polizei. Wir hören außerdem davon, dass die Stadt Halle mittlerweile von einem Amoklauf offiziell spricht. Haben Sie das auch gehört? Wir sprechen von einer sogenannten Amoklage. Deshalb ist der Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen worden. Und es besteht eben die dringende Bitte an die Bevölkerung, Gebäude und Wohnungen bis auf Weiteres erstmal nicht zu verlassen. Das ist das Entscheidendste und Wichtigste jetzt im Augenblick, dass die Stadt die Sicherheit der Bevölkerung im Blick hat. Und Sie haben gerade eben gesagt, Sie haben eine Leitung freigeschaltet, bei der sich besorgte Bürger informieren können. Das wäre die 115 oder welche Leitung soll das sein? Das ist korrekt.